Ein historischer Tag für die Stadt Wolfhagen und den Landkreis Kassel. Im Sommer 2008 war mit dem Bau der neuen Berufsschule in der ehemaligen Kasernenanlage des 64. Panzerbataillons begonnen worden, nachdem der letzte Appell abgehalten wurde. Für den Schulneubau wurden 17,3 Millionen Euro eingeplant. Und auch hier werden wir, wie bei allen Maßnahmen unseres Schulprojektes, keine Überschreitungen der Kosten haben, freute sich Landrat Uwe Schmidt. Allerdings gab es in der Vergangenheit einige Probleme, was die Schüler der Herwig-Plankerts-Schule auf die Palme brachte. Kalte Klassenräume, alte Lehrmittel, kurz keine wirkliche Verbesserung. Heute sieht es durchaus besser aus, jedoch gibt es offensichtlich noch viel zu tun. Die Pausenzeiten wurden verändert und die Schulzeiten allgemein, dass mittlerweile der größte Teil der Schülerschaft auch pünktlich zum Bus in die Stadt nach Wolfhagen kommt und nach Hause kommt. Also das mit den Busverbindungen ist zwar schon recht okay, aber nur halt, es fahren zu wenige Busse. Der erste Bus fährt morgens um 7.15 Uhr halt ab, sind zwar wenige Personen drin, aber dann der zweite und der dritte Bus, da ist einfach Überfüllung und auch nach der Schule. Ja, also unten in der alten Schule, da waren viele Sachen kaputt, weil sie einfach überaltert waren. Der alte Leistungsprüfstand ist durch ein Hochwasser, also da ist Wasser reingekommen, ist der kaputt gegangen. Also hier oben haben wir komplett neue Sachen. Das heißt, wir haben neue Werkzeuge, wir haben neue Hebebühnen, wir haben neuen Leistungsprüfstand. Wir sind mit den neuesten, modernsten Sachen ausgestattet. Und das macht sich auch bei uns Schülern bemerkbar. Das Lernen macht viel mehr Spaß. Und die Motivation für die Zukunft ist auch da. Der Grundstein wurde gelegt. Damit sollten nun die größten Sorgen vom Tisch sein. Man sieht sich zuversichtlich. Wir haben am 16.8. mit dem Unterricht hier am neuen Standort begonnen. Der 16.8. war der erste Tag nach den Ferien. Und die Anlage, die wir hier übernommen haben, ist neu gebaut, saniert und entsprechend auch von der technischen Ausstattung neu eingerichtet worden. Die ersten Tage war es tatsächlich etwas kalt, denn vom Wetter überrascht in der Übergangszeit ist es so, dass nicht sofort bei den Temperaturen die Heizungen automatisch anspringen, sondern es war erst ein Vorlauf von 3 Tagen nötig, bis dieses Heizungssystem überhaupt funktionierte. Und das war logischerweise für die Schüler in den Klassen dann doch kalt und unangenehm. Und sie haben das auch deutlich gesagt. Früher war das so, dass man die Heizungen erst eingeschalten musste, damit es in 3 Tagen im Klassenraum warm wird. Der Hausmeister hat natürlich erstmal abends die Heizung wieder abgestellt und inzwischen ist das Problem jetzt auch schon gelöst. Die Schüler, die hier zu unserer Schule kommen, kommen aus dem gesamten westlichen Landkreis, das heißt im Süden von Naumburg und im Norden im Zweifel von Karlshafen. Es ist so, dass die Busverbindungen einerseits auf dem Netz des NVV basieren, andererseits hier zu diesem Standort extra Verbindungen geschaffen worden sind, kostenfrei vom Landkreis, angebunden an den Bahnhof in Wolfhagen, angebunden an den Parkplatz der Wilhelm-Pilchner Schule. Die Zeiten, die vorher zu planen waren, waren angelehnt an den alten Stundenplan, weil der neue Stundenplan noch gar nicht existierte. Wir haben den neuen Stundenplan gemacht und jetzt in den ersten Wochen jeweils Anpassungen in Einzelschritten auch vorgenommen. In der Zwischenzeit sind auch keine Klagen mehr da. Bei den Busverbindungen ist es wiederum so, morgens im Baunatal fährt zum Beispiel 2 Busse ab und die sind meistens auch befüllt und nach der Schule fährt dann wiederum nur einer, der ist dann doppelt so befüllt und der Nachteil ist halt, der Bus, der sollte um 7.20 Uhr abfahren, fährt manchmal schon um 8 Uhr, wenn man den verpasst hat, muss man halt mit dem Zug nach Wolfhagen und von dort aus zusehen, wie man herkommt, weil es fährt nicht jeden Tag ein Bus von der Wilhelm-Pilchner-Schule unten ab. Wenn man halt verpasst, dann muss man zusehen, wie man hier hochkommt, so wurde mir das übermittelt. Also ob das da in der 3. Stunde noch einer fährt, das wusste ich bis eben noch gar nicht. Und mir haben sie nur gesagt, man soll sich selbst drum kümmern, mit einem Ast-Taxi oder mit irgendeinem anderen Taxiunternehmen. Wir sind in den Gesprächen, in Einzelgesprächen immer so weit, dass auch Einzelverbindungen gestaltet werden, die Schüler, die uns Bescheid sagen, für die haben wir auch immer eine Lösung gefunden. Maximal 20 Minuten Pause und die Wege zwischen den Gebäuden machen Probleme? Ist zeitlich nicht schaffbar, gar nicht.
Weil wir haben schon im Gebäude 17 und müssen dann, sag ich mal, in der Pause zum Gebäude 22 und müssen dann noch rauchen und noch unser und halt essen in der Cafete und dann zum Gebäude 22 zum Unterricht und dann wieder zurück. Das ist alles nicht machbar. Es ist so, dass die Pausenzeiten sich nach der gesamten Umstellung, wir haben den Unterrichtsanfang verändert, mussten aber zur Mittagszeit auch die entsprechenden Busanbindungen schaffen. Das heißt, die Pausen dazwischen haben wir unterschiedlich gestaltet. Wir haben einmal eine Viertelstundenpause und wir haben eine 20-Minuten-Pause. Die Pausen, die 20-Minuten-Pausen hatten wir auch ursprünglich für die gesamte Zeit geplant, damit die Schüler noch in die Aula gehen können bzw. in die Mensa gehen können, sich was zu essen, zu trinken holen und wieder in den Unterricht zurückkommen. Wenn wir aber den Unterrichtsschluss nach diesen Pausen fahren, bekommen sie ihre Busse nicht. Also mussten wir etwas vorher ziehen, haben eine Pause kürzer gemacht. Den Unterrichtsbeginn haben wir auch etwas vorgezogen, sodass insgesamt in die Zeiten, die von den Bussen anzufahren sind, auch die Schüler jetzt die Möglichkeiten haben, einerseits pünktlich hierher zu kommen, andererseits aber auch in den Pausen noch die Mensa zu besuchen, zumindest in der 20-Minuten-Pause.